Hallo und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Biomutant. In der letzten Folge haben wir hier gegen so ein dickes Ding gekämpft und dabei haben wir da hinten einen offenen Gully entdeckt und in den gehen wir jetzt rein, bevor wir uns weiter an die Oh, das ist auch was. Ja, mach auf. An die Außenposten wagen. Unter Tage immer spannend. So ist es richtig. Arbeite dich nach oben. Toxanol lud in den Abkanälen Abfall ab, aber er sickerte nach oben. Wie kann Abfall nach oben sickern? Wenigstens gehst du nicht mit leeren Händen davon. Die Unterwelt ist wie ein völlig neues Land. Ja, das kann man so sagen, ja. Das sieht doch verdammt nach Rätsel aus, oder? Weiß und gelb. Tut sich aber nichts. Aber ich kann hier nicht weiter, wenn hier irgendwas geben hier. Wenn hier Wasser ist. Hier ist nämlich nur Wasser. Ja, dann halt nicht. Dann gehen wir wieder. Mal ein kurzes Vergnügen. Rauf oder runter? Deine Entscheidung. Ja, wenn ich raufklettern will wieder, dann werde ich raufklettern, du Dumm. So, dann machen wir uns weiter in Richtung der Außenposten auf. Am besten mit dir. Schauen wir mal, wo es uns hintreibt. Nalksteinach. Okay. Nachdem hier unten eine Straße ist und Banner, werden wir wahrscheinlich da den ersten Außenposten finden. Zumindest sind das die Banner, die Töpfe hier immer haben. Bevor es eine Essenspause will. Magnum? Mag Magnum. Okay. Die wollen es nicht anders. Die wollen kämpfen. Dann kämpfen wir. Wow, wow, wow! Aua! Wir haben Level 17, das ist gar nicht mal so wenig. Na komm, Ika. Mittlerweile bin ich so weit, dass ich mich mit den Dicken auch anlegen kann. Komm du auch. Sehr schön. Alle geblättert, weiter geht's. Hier gibt es einen Händler, so wie es aussieht. Ja, hier ist ein Händler. Ich, nein! Sag, du kannst während der Öffnungszeiten gerne herumstöbern. Sagt, die besten Angebote weit und breit zu haben. Willst du kaufen oder verkaufen? Schauen wir mal, was hat er denn alles? Biogefahrmodul.
Entzündermodul, haufenweise Module. Großes Gesundheitspack. Will ich ein paar Gesundheitspacken mitnehmen? Na sicher. Netter Preis. Die kleinen? Nee. Schauen wir mal, was es sonst noch hat. Außer den Modulen. Nicht sehr viel, so wie es aussieht. Ansonsten hat er nichts, okay. Das ist gut gelaufen. Viel Spaß beim Reiten. Lass dich nicht beißen. Ach. Manche Kommentare von dir sind wirklich total unnütz. Warum sollte mich meine jetzt nie beißen? Ich habe keinen Grund dafür. Oh, das ist Wasser. Oh, oh. Das geht nicht gut aus. Zeit zu düsen. Wir düsen ja schon. Und abgestiegen. Na dann, schauen wir mal. Backup ist schon da. Das läuft wieder gleich ab. Bin nicht so ganz. Sagt, es ist Zeit, den Außenposten zu befreien. Richte auf deinem Weg zum gegnerischen Anführer so wenig Schaden wie möglich an. Du solltest versuchen, den Anführer des Außenpostens von deiner Sache zu überzeugen, damit er den Außenposten aufgibt. Machen wir. Mach auf! Sie sind bereit für den Außenposten. Jeder Schritt zu... Immer schon, das skippen wir. Das ist die erste Verteidigungslinie. Die sieht harmlos aus. Da habe ich schon mehr erlebt. Schön tot werden oder bewusstlos, je nachdem, wie das jetzt ausgelegt wird. So, die erste Verteidigungslinie liegt. Ein Bombenlüpfer. Ich schon wieder. Ich weiß noch immer nicht, wie man die zerstören soll. Wahrscheinlich so. Nein, nicht darüber. Na gut, dann nimmer. Den da. Na komm! Doch darüber, du blödes Fass! Hm, genügt das vielleicht sogar schon? Also Gefecht! Sieht danach aus! So, dann den nächsten! Könnt ruhig ein bisschen mithelfen! Hey. Nein! Nein, 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 nicht darüber! Mensch. Hat sie ihn erwischt? Nö, nur mich. Tatsächlich so machen.
sehr viele andere Möglichkeiten gibt sich, da war ich zu weit weg von ihm. Nein. Ich hasse sowas. Das ist wie Tetris. Das konnte ich auch nie leiden. Das war ein Treffer. Das war's. Okay. Mit den eigenen Waffen muss man die schlagen. Aha. So geht eine das also. Fassrutsche. Hau dagegen, damit ein Fass rauskommt. Schleudere es dann zum Tor und lass es explodieren. Was ich jetzt schon ein paar Mal gemacht hätte, ne? Explosiv aus. Schieß drauf. Dann geht es hoch. Aber halt Abstand. So, sollte genügen. Boom, du bist drin. Nur weiter so. So, hoch geht's. Mal schauen. Allzu viel tut sich da gar nicht. Sieht schon nach Showdown aus. Hier kommt die zweite Verteidigungslinie. Wieder mit so Schießzeug. Das kann man. Kann man abdrehen. Ist abdrehen. Ich kann sich abdrehen. Dann machen wir die gut. Vielleicht ist dann Ruhe damit. Na, du brennst ja selber. Hey, aber ich auch. Hey, geh da weg. Sag. Brennst du? Er hat sich gerade selber gekillt. Hauptquest, Sabotage. Der schwelt bereits. Bei dir auch? Nee, bei dir nicht. Nur bei dem. Lang ordentlich zu. Ah, jetzt bei dem. Okay. Schön sprechen, Leo. Schön sprechen. Lang ordentlich zu. Oh, ich sehe da was. Ja. Na komm, rauf da. Rauf da. Fast geschafft. Oh, mehr darf ich gar nicht schießen damit? Hm. Nein, besser als nichts. So, der erste Außenposten gehört wohl mir. Der Außenposten gehört jetzt deinem Stamm. Er sagt, du hast sie geschwächt, aber sie geben nicht auf. Dein Sifu dankt dir. Dein Stamm wird stärker.
Hätten wir schon mal gehabt. Oh ja. Jetzt kommt unser Sifu. Er sagt, deine Befreiung des Außenpostens war eine Glanzleistung. Du bist einen Schritt näher, den Stammeskrieg zu beenden. Sagt, dir bleibt keine Wahl. Eine Wahl sollte man immer haben. Gut, dann gehen wir zum nächsten Außenposten. Hier habe ich nichts mehr zu tun, außer da rauszufinden. Aber einen Anführer habe ich nicht gesehen, wenn ich ehrlich sein soll. Es bleibt keine Zeit zurückzublicken. Für dich geht es nur vorwärts. Zielpunkte, mit denen ich noch nichts anfange. Da geht nur einen. So, wo geht's denn da jetzt wieder raus? Dass das Ding freundlich eingestellt ist. Wo geht's lang? Wo geht's lang? Wo geht's raus? Ich will nach Haus. Wo geht's raus? Wo geht's raus? Da, 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 da. Da geht's raus. Oh. Das nehme besser ich. Ja. Gestreifter Krosi. Dem Sieger gehört die Beute. So, wo ist der nächste Stamm? Was ist am nächsten? Beziehungsweise der nächste Außenposten. Tschüss. Ach, markieren sollten wir auch mal. Piesel, piesel. Mal sehen. Nee. Der ist 630 weg. Dann gehen wir zu dem als nächstes. Der wird dann da irgendwo hinten sein. Hoffe ich zumindest. Jedes bisschen hilft. Genau. Jedes bisschen hilft. Oh, da ist ein Schiff. Und Gremlins. Sehen wirklich aus wie die Mogwais. Die haben Level 24. Uiuiui. Mitten ins Gesicht. Keine Gefahr, so wie es aussieht. Und eine neue Gegnerart. Doch auch was. Das sind ziemlich steinige Bergkämme. So, das mag schon sein. Könntest du recht haben? Hä? Was waren das für Geräusche? Aus dem Plastikrahmen da ließe sich sicher was Feines herstellen. Oh, eine Erinnerung. Da hinten ist eine Stadt. Schauen wir mal, welche Illusion uns diesmal erwartet. An verschiedenen Punkten im Leben wird man zu einer Erinnerung für andere. Es reicht schon, jemanden zu sehen, um die Vergangenheit heraufzubeschwören. Wow! Verdammt!
Verzerrte Erinnerungen sind ein Problem. Boah. Illusionen, mit denen dein Geist die Erinnerungen unterdrückt, als Kindling schikaniert worden zu sein. Allerdings besteht kein Zweifel daran, dass deine Erinnerungen deine Zukunft beeinflussen. Also ihr habt es nicht mitgekriegt, aber jetzt haben wir den Kraftschub. Du hast dich also an die Kraftschubfunktion des Roboters erinnert. Die Stärkung. Du hast den Roboterkraftschub freigeschaltet. Aktiviere ihn im Verbrauchsgegenstand-Menü, um deinen Schaden zu erhöhen. Okay. Ihr habt es jetzt nicht mitgekriegt, aber ich hatte jetzt eine Ladezeit von ca. 2 Minuten. Also das ist wirklich ein bisschen viel für ein Spiel. Das grenzt schon fast an Arc. Wenn ich in Arc einloggen will, brauche ich ungefähr 10 Minuten. Da kann ich zwischendurch duschen oder mit dem Hund gehen, bis ich da eingeloggt bin. Hoch im Gebirge ist die Luft dünner. Hatte ich den richtigen Riecher mit dem Gebirge hier? Das ist eine bewohnte Stadt, so wie es aussieht. Du bist auf einen Kreuzweg gestoßen. Wo geht es jetzt weiter? So, dann gehen wir mal wieder auf Beutefang. Schauen wir mal, was wir alles entdecken werden. Die erste überragende Beute haben wir schon. Eine Pimmelmütze. Ob man sie wirklich Pimmel nennen sollte? Ich weiß ja nicht. Die Gebäude gleichen auch wie eine dem anderen. Na, mach auf. Heute mag er nicht so wirklich. Plumps, selten. So, da geht's nochmal nach oben. Die Hosen sind fast immer kaputt, die man kriegt. Ein Kurbelteil, Hundertspaket, immer gut. So, oh, da geht's ja nochmal nach oben. Dann, nee, dann nicht mehr. Dann ist Schluss. Das ist die nächste überragende. Eine Außenschrapnelle. Du bist so ein Glückspilz. Solange das Karma existiert, wird sich die Welt verändern. Und alle ändern sich mit ihr. Das sieht man nur selten. Ich sollte mal wieder in eine Werkstatt gehen und schauen, ob ich meine Waffen ausbauen kann. Oder wir... Ich nehme einfach was aus dem Nichts her. Wir modifizieren einfach mal den Helm. Schickes Kopfteil. Schauen wir mal, wir können hier ein paar Zusatzteile nämlich anbringen, die so ziemlich keine Wirkung haben. Wir haben noch ein zweites. Ja, da können wir nur den Dreher anbringen, der, naja, zumindest die Verteidigung ein bisschen hebt. Schauen wir mal an der Jacke. Können wir da was machen? Weißt du schon, was du machen willst? Oh ja, da haben wir einiges.
Hat nur absolut keine Wirkung. Darin siehst du gut aus. Wie sieht's denn da aus? Haben wir irgendwas, was besser ist? Sieht gar nicht danach aus. Mal, ob wir die ein bisschen modifizieren können. Nix. Auch nix. Okay. Nee, das lassen wir. Mehr geht derzeit nicht, da brauche ich wirklich mal neue Ausrüstung. So, dann schauen wir gleich hier nach. Hier ist nämlich ein Automat. Auch nur gewöhnlich. Oh. Dreh den Griff des Kontrollkastens, damit das Kabel summt. Verkabelt und einsatzbereit. Schicker Stil. Ein guter Schutz für deine Birne. Ein Rock. Jeanshemd. Gut, dass die aus der Mode sind. Oh! Der macht sogar Frostschaden. Na, sieh mal einen an. Ja. Der beste Schrott macht die besten Waffen. Hier gibt es sogar zwei alte Geräte. Wie schön es ist, am Leben zu sein. Oh! So war es jetzt nicht geplant. Hallo? Warum schaffst du den letzten Sprung nicht? Jetzt den nicht. So, will ich auch meinen. Oh. Er ist sogar elektrisch. Ein wahrer Schatz. Knapp daneben ist auch vorbei. Müssen wir da drauf irgendwie? Irgendwo? Wahrscheinlich dadurch. Sieht gut aus. Große Kiste. Oh! Ohohoho. So einen die Steuerung muss wohl erst wieder in Ordnung gebracht werden, damit der Mechanismus funktioniert. Exzellent, wie erhellend. Naja, viel sieben. Dieses Zeichen kennt wohl jeder. Das Ende dieser Welt steht bevor. Und von allem anderen.
So, wo geht's jetzt weiter? Irgendwo muss noch nach oben gehen. Schauen wir mal, das kann nur irgendwo an dem Gebäude dann auch sein, wenn man an dem Gebäude da hoch kann. Weil von der Hinterseite, da haben wir uns noch nicht umgesehen. Geht aber nicht genau raus. Irgendwas übersehe ich gerade. Kann nur mit dem hier zusammenhängen, dass ich von hier aus irgendwo hoch kann. Schauen wir mal. Nichts ist mehr trocken. Du solltest nur ein bisschen irre führen und hier geht's sowieso rein. Nö. Wieder so. Aha! Also doch. Von hier aus geht's dann darüber. Legendär. Aber für einhändig. Ich mag einhändig nicht so wirklich. Ich habe mich so schön an das Zweihändige hier gewöhnt. Ach, da auf dein Gleichgewicht. Mit euch hier? Ja. Der Baum ist intakt, doch alle müssen etwas tun, damit das so bleibt. Er hat eine Quest. Sagt, es sei schon schlimm genug, dass die Welt untergeht, aber es gibt sogar immer noch Rüpel. Eine Kreatur namens Brock bringt einen Freund in Schwierigkeiten. Es wäre super toll, wenn du Brock dazu bringen könntest, damit aufzuhören. Behauptet, dass Brock vermutlich ein Monster oder ein Mutant ist. So oder so ist er fies. Meint, es sei schwer, ihn zu verfehlen. Sieh dich einfach um. Falls du Brock nicht findest, suche nach seinem Freund. Er ist nicht weit. Brock vermiest allen den Tag. Halte ihn auf. Dankt dir, dass du das Richtige aus dem richtigen Grund tust. Okay, die Quest verfolgen wir gleich. Der ist aber weit weg. Die Quest verfolgen wir nicht gleich. Gut. Aber ich würde mal sagen, das war's für heute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Biomutant. Und ich sage dann schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und danke, dass du das Video von mir angesehen hast. Wenn du noch weitere Videos von und mit mir sehen willst, dann werden die jetzt hier unten eingeblendet. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann wäre ich froh, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst. Das würde mir auf YouTube weiterhelfen. Kommentare natürlich auch gerne gesehen. Werde ich alle beantworten, sofern es mir möglich ist. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!